Ja, herzlich willkommen und Glück auf zu diesem neuen Schalke-Update. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch vor, und zwar werde ich heute Cedric Zelmat interviewen. Cedric Zelmat, wer ihn nicht kennt, Cedric Zelmat ist der erste reine Schalke-YouTuber tatsächlich auf YouTube, kann man so sagen, oder Cedric? Ja, kann man schon so sagen. Genau, und zumindest der, der es wirklich konsequent durchgezogen hat. Cedric hat mittlerweile über 800 Videos auf seinem Kanal, und ja, mit ihm möchte ich mich heute unterhalten und einfach mal so ein bisschen fragen: Wie ist das, Schalke-YouTuber zu sein? Wie machst du das? Und wie bist du darauf gekommen? Das werden in ungefähr die Fragen sein, die ich Cedric gleich stellen werde. Und damit herzlich willkommen auch an Cedric. Ja, mich freut es sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ich wollte schon immer mal ein Video mit dir machen und jetzt klappt's. Ja, wunderbar, klasse. Okay. Cedric, meine erste Frage lautet: Schalke-YouTuber, sag mal, was machst du eigentlich für Videos? Also ich mache sehr viele verschiedene Videos, natürlich immer Schwerpunkt Schalke. Ab und zu habe ich auch ein paar Videos drin, wo ich so ein bisschen vlogge, meine eigene Meinung zu bestimmten Themen abgebe, aber ich würde mal sagen, 95% wirklich Schalke 04. Ich mache Livestreams über Schalke, jetzt gerade eher weniger, weil ich habe gemerkt, die funktionieren sehr gut in der Saison, wenn dann jeder zum Beispiel nach dem Spiel da aufgebracht ist und dann einfach mal diskutieren möchte. Das finde ich auch klasse, da mit der, ich nenne es immer unsere Community, da zu diskutieren. Und ich bringe aber auch zum Beispiel Transfer-News oder meistens dann auch wirklich einfach meine Meinung als Fan zu den ganzen Themen. Ich will mich ja auch gar nicht irgendwie als Journalist platzieren in diesem YouTube-Kosmos, sondern bin wirklich ein Fan. Und ja, das ist die Meinung von einem Fan über Schalke 04. So könnte man das am besten sagen. Okay, also eine Mischung wirklich aus Informationen, Meinungen und ja, einfach Fan-Dasein. Kann man das so Genau. sagen? Ja, das passt perfekt. Ja, okay, klasse, wunderbar. So, wie bist du denn drauf gekommen, YouTuber zu werden? Ist ja ungewöhnlich eigentlich. Erzähl mal. Also ich habe schon immer so Spaß daran gehabt, so Videos zu machen. Und ich bin auch so sehr in diesem Social-Media-Kosmos, habe ich mich immer sehr viel damit beschäftigt. Und wie ich Schalke-YouTuber geworden bin, ist ganz einfach. Ich habe diesen Kanal gestartet. Da ging es einfach. Das war ein ganz normaler Vlog-Kanal. Und ich habe dann gemerkt, ich muss einfach immer über Schalke sprechen. Schon damals war es so, 50% war immer über Schalke und dann der Rest über mein Leben. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache jetzt wirklich nur noch Schalke. Das waren auch die Videos, Okay. die sehr, sehr gut angekommen sind. Und ich fand, das war jetzt auch die richtige Entscheidung im Nachhinein. Und das macht einfach nur super viel Spaß. Cool, wunderbar. Also bist du privat quasi schon immer derjenige gewesen auf der Party, der immer über Schalke reden wollte, und wo andere schon gesagt haben: Ach komm, lass doch mal was anderes sprechen. Auf jeden Fall, ich habe in meinem Freundeskreis auch nicht so viele Schalker und deswegen ist das mit YouTube so ein super Ventil, um da mit den ganzen Leuten in Kontakt zu treten. Und ich feiere das einfach total, da mit den Leuten sich auszutauschen, diskutieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, der unter meinen Videos kommt, wenn man darauf reagieren kann und mit den Leuten diskutieren kann. Das ist einfach super. Und die Leute, die bei mir kommentieren, sind meistens auch alle super positiv und das war einfach nur mega Spaß. Ja, also kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich meine, ich mache es ja ähnlich jetzt, und Ja. ja, also ich kann das echt nachvollziehen, was du alles sagst. Du hast schon fast die nächste Frage auch beantwortet, und zwar die nächste Frage wäre gewesen: Warum bist du überhaupt YouTuber? Warum? Einfach aus Spaß, so ein Ventil, um mit den Leuten in Kontakt zu Genau. treten. Ich bin aber auch so ein Typ, der ja nebenbei irgendein Hobby oder haben muss. Früher war ich selbst Fußballspieler. Dann habe ich sehr viel trainiert und mittlerweile mache ich halt gern dieses YouTube. Und ich bin halt hier ein Typ, der braucht neben Arbeit und Familie und Freunde, braucht er noch irgendwie eine Kleinigkeit, die er so privat macht. Okay. Welche Liga hast du gespielt, wenn du aktiv warst? Ich habe Landesliga gespielt, aber Landesliga. das war wirklich eine Saison und dann war ich verletzt und dann war es vorbei. Also Ja. im Jugendbereich zum Profi und dann weg. Ja, aber Landesliga ist schon stark, wirklich. Landesliga ist Ja. Hammer. Das ist gut. Okay, sag mal, wie bist du überhaupt Schalker geworden?
Das ist eine coole Geschichte. Also ich habe Familie aus dem Pott. Ich komme selbst nicht aus dem Pott. Ich komme aus der Nähe in Aachen, Städteregion Aachen. Okay. Und da waren wir aber wirklich, jeden zweiten Monat waren wir da zu Besuch und die kamen auch immer zu uns. Und dann haben wir damals immer, als kleines Kind habe ich dann immer die Sportschau geguckt und da hat sich alles über Schalke 04 gedreht, weil die waren halt wirklich alle Schalke-Fans. Und die haben mich dann auch wirklich dazu gebracht, vor allen Dingen so mein Onkel hat mich dann voll dazu gebracht, Schalke 04-Fan zu sein. Und ja, bin ich dann halt geworden und die ganze Zeit auch so geblieben. Ja, Schalke-Fan sein ist irgendwie eine Impfung, ne? Das kriegt man Ja, irgendwie mitgegeben von wenn jemandem. man einmal dabei ist, dann kommt man da auch nicht mehr weg. Ja. Okay. Du sagst, du machst die Videos nebenbei, ne? Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin im Vertrieb für einen, ja, einen Marktführer im Teilmatrizensystem, das ist im Dentalbereich. Also ich verkaufe sozusagen Medizinprodukte an Zahnärzte, so könnte man das nennen. Okay, spannend, spannend. Und hilft dir das bei den Videos, oder? Auf jeden Fall, also was bei mir gut läuft, ist, auf der Arbeit bin ich halt sehr viel in Kontakt mit Menschen, muss da mit denen Gespräche führen und so weiter. Und klar, jetzt auf YouTube, mit dir mache ich jetzt ein Gespräch, aber meistens rede ich da allein in die Kamera. Ja. Aber dieses grundsätzliche Sprechen hilft mir auf jeden Fall. Auch vielleicht hier mit dem einen oder anderen mal einen Kontakt aufzubauen, weil ich kenne das auch, dass ich auf der Arbeit sehr viele Kontakte aufbauen muss, mir so ein Netzwerk erschaffen muss. Und zum Beispiel mit dir bin ich in Kontakt, auch mit anderen Schalke-YouTubern oder Fußball-YouTubern bin ich in Kontakt getreten. Und ich glaube, mir fällt das einfach sehr leicht. Und ja, das ist ein kleiner Vorteil, den ich von meinem Job auch hier in dieses YouTube mit reinbringen kann. Ja, auf jeden Fall, ja, das glaube ich, ne? Du hast wirklich viel mit Menschen dann wirklich zu tun, ne? Okay. Wie lange bist du schon YouTuber? Also diesen Kanal, der jetzt hier existiert, den habe ich jetzt seit circa 2 Jahren. Da habe ich aber auch schon mal vor 5, 6 Jahren ein paar Videos gemacht, die habe ich wieder gelöscht. Ich hab immer mal wieder ein paar Videos mal gemacht, wieder gelöscht, habe so angefangen, aber konsequent durchgezogen habe ich das jetzt erst seit, ich würde sagen, 2 Jahre und circa einem Jahr dann wirklich Hauptfokus auf Schalke. Cool, Hammer. Okay. Sag mal, so ein Schalke-YouTuber, ne? Kann das eigentlich jeder, oder? Ich würde sagen, ja. Also die Leute sollen sich eine Kamera nehmen. Mehr braucht es nicht. Dein Handy irgendwo hinstellen, wo es gutes Licht ist, wo keine Nebengeräusche sind, in die Kamera sprechen und üb das erstmal. Versuch erstmal Videos nur für dich zu machen, wenn du noch nicht zufrieden bist. Und dann kannst du das irgendwann mal auf YouTube stellen, dann kriegst du dein Feedback. Und jeder hat mal klein angefangen. Meine ersten Videos, da war ich im Feld mit einem Handy, bin ich so rumgelaufen, das Bild war komplett verwackelt. Ich habe die ganze Zeit Ems gesagt und ja, ich persönlich hätte es mir nicht angeschaut, aber das war für diesen ganzen Lernprozess enorm wichtig, einfach mal anzufangen, einfach mal Videos zu machen, sich auf Themen festzulegen, dann irgendwann kommt dann so ein Plan dahinter, was für Videos willst du machen, was kommt gut bei deinen Leuten an, was willst du für Videos machen. Ich sag mal, YouTube, so ein YouTube-Kanal ist wie so ein kleines Start-up. Du bist sozusagen für die Vermarktung der Videos zuständig, du bist für die Herstellung der Videos zuständig. Und wenn dir sowas Spaß macht oder wenn du einfach mal, du kannst auch einfach Videos einfach mal hochladen und einfach mal schauen, was da passiert. Also das kann wirklich jeder machen. Ja, okay, cool. Sehe ich im Übrigen auch so. Sehe ich im Übrigen auch so. Ich bin auch ein gutes Beispiel, glaube ich, wenn man meine ersten Videos mal anguckt. Ich habe es vorhinein schon zu Cedric gesagt. Also ich habe für meine Ja. ersten Videos habe ich tatsächlich ein paar Bier vorher getrunken, um die zu machen zu können. Aber letztendlich es passiert nichts. Es passiert nichts Schlimmes, Ja, und wenn man rausgeht. irgendwann kommt ja auch diese Routine. Das ist ja am Anfang bist du halt total nervös. Du kannst nicht so sprechen, wie du es im normalen Leben tust. Wie du es jetzt zum Beispiel mit einem Freund oder mit deiner Familie, wie du mit denen sprichst. Das ist wirklich ein komplett anderes Gefühl. Ich hatte das dann auch irgendwann wieder, wo ich sogar in diesem
mit diesen Videos, wo ich sogar da eine Routine reinbekomme, habe ich das aber dann wieder bei den Livestreams gehabt. Das ist wieder was komplett anderes. Weil da die Leute komplett live sind, du dann darauf reagieren musst. Stell dir mal vor, du hast hier so einen Popel hängen und dann kannst du nichts machen, weil es live ist, und dann kommt es auf YouTube. So Gedanken hat man vielleicht dann im Hinterkopf. Und da muss man dann auch diese Blockade fallen lassen. Und ja, genau. Das ist wirklich spannend und dann interessant, wie es dann weitergeht. Ja. Okay. Wo drehst du deine Videos? Unterschiedlich. Also ich habe mir so ein kleines Studio, ähnlich wie bei dir, glaube ich, im Keller eingerichtet. Mhm. Da habe ich so ein paar Schalke-Fan-Artikel hingestellt. Ich habe da auch so eine Beleuchtung hingestellt. Den Raum, der ist aber immer noch quasi in der Bearbeitung. Den muss ich stetig weiter bearbeiten. Was mich da dran stört, ist im Moment, ich habe da kein Internet und Livestreams und sowas geht da halt gar nicht. Das muss ich alles noch in den Griff kriegen. Ja. Ich hoffe, dass ich das zur neuen Saison dann alles fertigstelle, dass ich da sehr gut dann Videos drehen kann. Ich mache aber auch Videos einfach mal, wenn ich durchs Feld laufe, da habe ich so ein Format ausprobiert. Oder bei mir auf der Dachterrasse oder hier im Wohnzimmer. Mhm. Mach ich auch ein paar Videos, je nachdem, wie gerade die Situation ist und worauf ich auch Lust habe. Mhm. Grundsätzlich mache ich aber die meisten Videos halt wirklich aus dem Keller und da werde ich halt auch versuchen, das noch weiter zu professionalisieren, den ganzen Raum und auch die Bedingungen in dem Raum. Cool, Hammer. Ja, jetzt gerade fällt natürlich dein jetziger Hintergrund auf, ne? Aber das ist jetzt keine Wand oder so, die hinter dir ist. Nee, also ich habe hier einfach mal mich ein bisschen hier mit Skype auseinandergesetzt und da kannst du einfach so ein Bild, so ein Wappen und dann erscheint das quasi als Hintergrund. Ich habe hier aber auch eine weiße Wand im Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei einem anderen Hintergrund auch so funktionieren würde. Ja. Ich habe es jetzt einfach mal so getestet und ich fand, das sah gut aus und dann habe ich es so gelassen. Cool, Hammer. Also gehst da auch wirklich, ich sag mal, in die Tiefe, wenn du deine Videos produzierst und versuchst wirklich immer auch wieder was Neues für deine Zuschauer dann zu machen. Ja, ich meine, das ist, YouTube ist so ein Lernprozess. Ich würde mich immer noch als totalen Amateur bezeichnen, wenn ich so sehe, was andere Leute da herstellen. Aber ich meine, die großen YouTuber, sind wir mal ehrlich, die haben da auch ganze Produktionsteams dahinter. Wir sind ja wirklich, wir schneiden die Videos selbst, wir machen alles, was in den Videos ist, machen wir selber. Ja. Und das kann man sozusagen gar nicht vergleichen. Aber so als Amateur, ich versuche alles, was gerade neu ist, versuche ich auszuprobieren. Sei es jetzt so Apps wie zum Beispiel auch TikTok, die jetzt gerade so total im Hype ist, sag ich mal, oder jetzt hier so Kleinigkeiten wie einfach mal so ein Wappen auszuprobieren, Livestreams einfach mal auszuprobieren, alle Sachen, und wenn es nicht läuft, dann lasse ich es dann auch bleiben, wenn es nicht zu mir passt, dann lasse ich es, und wenn es zu mir passt und bei den Leuten gut ankommt, wieso nicht? Cool. Okay, jetzt mal Butter bei die Fische, was kommt dabei rum, was verdienst du an Kohle dabei? Also ich würde jetzt gern sagen, dass ich da Millionär geworden bin oder sowas, aber bisher wirklich 0 Cent, gar nichts. Das Einzige, was ich mal bekommen habe, da bin ich auch total stolz drauf, sind so Stickers, die mir so ein Instagram-Fanshop zukommen lassen hat. Cool. Völlig, völlig kostenlos, wo ich dann im Keller meine Wand so ein bisschen bekleben konnte. Aber grundsätzlich habe ich noch gar nichts verdient und auch ansonsten gar keinen Mehrwert oder einen Profit in irgendeiner Weise davon bekommen. Ja. Okay, emotional, den hast du bekommen. Emotional, ne, auf Mehrwert, jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, viele Leute sind wirklich, irgendwann fangen die an, mit mir oder mit dir zum Beispiel ein Verhältnis aufzubauen, und das kann ja auch Türen öffnen. Vielleicht ist irgendeiner, weiß ich nicht, du brauchst irgendwie einen Klempner und der ist gerade ein Klempner und der kann dir zum Beispiel ein gutes Angebot schicken oder irgendwie eine Gelegenheit, ich weiß es nicht, im Leben, wo jemand dir weiterhelfen kann. Und so ein emotionales Verhältnis ist auch sehr viel wert. Sei es auch nur einfach, wenn du in so eine Community hast und dir die Freude bereitet. Ja. Wenn du so einen Kommentar liest, dann glücklich bist und dann hast du einen schöneren Tag. Also das ist auch sehr viel wert. Mhm. Cool. Und wie viel zeitlichen Aufwand kostet das, so ein YouTube-Kanal? Was investierst du da so in der Woche? Unterschiedlich. Also ich könnte da gar nichts zu sagen, weil das kommt immer auf die Videos an. Okay. Ich mache zum Beispiel Videos, teilweise, da rede ich eine Stunde über irgendein Thema, zum Beispiel wie so ein Finanzvideo.
wenn ich da auch noch recherchiere, dann bestimmt 10 Stunden für das eine Video nur. Wenn ich zum Beispiel einen Livestream mache für 15 Minuten, dann kostet mich das auch wirklich 15 Minuten, weil der Livestream, der wird direkt aufgenommen und ist direkt online. Kürzere Videos verbrauchen wenig Zeit. Ich sage immer, wenn ich die gut aufbereite, danach genau diese Länge, die das Video ist, dann nochmal für das Schneiden und vielleicht so 5 bis 10 Minuten zur Vermarktung und diese ganzen Titel einzustellen und auf die Social-Media-Kanäle hochzuladen und so weiter. Du kannst dir gerne mal die Videos alle anschauen und dann dir für dich selbst oder der Zuschauer für sich selbst mal aufstellen, so eine Rechnung. Du kannst ungefähr jedes Video, was ich habe, pro Woche hochgeladen, kannst du mal 2 nehmen. Manche Videos, da verhaspel ich mich zum Beispiel und da bin unzufrieden, dann ist das Arbeit für umsonst. Mhm. Dann werden die gar nicht hochgeladen, das sieht man dann halt gar nicht auf dem Kanal. Ja. Und ansonsten, wenn ich jetzt mal so eine Zahl für diese Woche, ich habe glaube ich 6 Videos oder so hoch oder 5 Videos hochgeladen, davon waren 3 FIFA-Videos, die habe ich aber nicht selbst produziert, war da aber sozusagen als Gast mal kurz dabei. Ja. Die haben mir vielleicht 10 oder eine halbe Stunde gekostet, weil ich da als Gast da war. Da muss ich auch nichts weiteres machen. Dann habe ich noch dieses Behind Cedric Zähmer. Das ist so ein Format, wo man meinen Kanal sich anguckt und Statistiken und sowas bewertet, wie es alles vorangeht. Mhm. Und halt auch Feedback von der Community, wo da zugelassen wird. Das ist ungefähr vielleicht eine halbe Stunde gewesen. Also sind wir jetzt bei einer Stunde. Und was habe ich noch gemacht? Dieses Video, wo ich über die ganzen, meiner Meinung nach, die Abgänge, die wir haben sollten, gesprochen habe, das war ein bisschen länger. Das war, glaube ich, auch, ich schätze, eine Stunde lang. Das hat mich dann wahrscheinlich 2 Stunden gekostet. Das sind jetzt die Videos, die ich jetzt noch im Kopf habe, aber ich schätze mal diese Woche 5 bis 8 Stunden so. Cool, cool. 5 ist, das ist echt ein Hammeraufwand, ne? Dafür, dass du erstmal kein Fall. Geld dafür verdienst. Ja. Muss man sich ja auch erstmal aufraffen, dass hier. Ich meine, ich habe eine Familie mit 2 Kindern, dann habe ich einen Vollzeitjob. Beim Vollzeitjob, das ist auch meistens kein 8-Stunden-Job, weil ich hau da noch ein bisschen mit dann noch da drauf und dann ist man da, muss man da halt schon Zeitmanagement betreiben, damit man dann auch wirklich diese Zeit sich dann frei hält für diesen YouTube-Kanal, damit man auch für die anderen Menschen und für die anderen Aufgaben, Dinge dann auch noch die gewisse Zeit hat. Also für jeden, der damit starten will, da haben wir ja auch eben drüber gesprochen, ihr müsst euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass das auch auf jeden Fall, wenn ihr das regelmäßig machen wollt, ziemlich viel Zeit fressen kann. Ja, sehe ich auch so. Okay, Cedric, sag mal, wenn du jetzt ein Video von dir empfehlen würdest, hast du vielleicht eins auf dem Schirm, wo du jetzt sagen kannst, wenn einer meiner Abonnenten dich jetzt noch nicht kennt oder einer, der das Video jetzt einfach sieht und der dich noch nicht kennt, was ist vielleicht dein Video, wo du besonders stolz drauf bist oder was einfach ganz gut beschreibt vielleicht auch, was du machst? Also wir haben ja eben über unsere Vorstellungsvideos gesprochen und das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ja. Also das kenn ich, bitte nicht anschauen. Kenn ich. Wenn man ein Video von mir angucken sollte, man könnte natürlich bei YouTube kann man auf beliebte Videos gucken, die am erfolgreichsten waren. Ja. Da vielleicht eins. Ja. Ich habe jetzt nicht unbedingt irgendein Video, worauf ich wirklich so hundertprozentig stolz bin. Okay. Vielleicht aufgrund der Länge Finanzvideo, aber keine Ahnung. Also da habe ich wirklich jetzt keins. Ja, okay. Und dein Kanal heißt Cedric Zellmatt S04, glaube ich, ne? Cedric Zellmatt minus Schalke 04. Minus Schalke 04, genau. Also, wer sich den Kanal von Cedric Zellmatt mal anschauen möchte, macht das auf jeden Fall. Ich denke mal, viele meiner Abonnenten kennen ihn auch schon. Ich weiß, dass viele von euch wirklich auch meine und seine Videos gucken. Aber dennoch, wer ihn noch nicht kennt, checkt mal seine Videos aus. Er macht wirklich Top-Videos, richtig gut. Und immer mit Schalke-Bezug. Und bei ihm seid ihr richtig gut aufgehoben. Und ja, damit erstmal herzlichen Dank, Cedric. Sehr gerne. Vielen Dank für die netten Worte. Gebe ich natürlich zurück. Und ja, war echt eine Freude, hier dann teilgenommen zu haben. Cool. Dankeschön. Danke, Cedric. Ciao. Und ja, genau. Ciao. Bis zum nächsten Schalke-Update. Glück auf.